Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Laufen Decken Podcasts. Bevor wir in eine, wie ich finde, exquisite Folge einsteigen, seid noch daran erinnert, dass ihr uns auf Facebook folgen könnt, auf Twitter beschimpfen könnt, auf Instagram erreichen könnt, auf OnlyFans vermissen könnt oder Zimmer nicht, auf TikTok feiern könnt, auf Patreon und Steady HQ mit Geld bewerfen könnt, über E-Mails beflegeln könnt und wenn ihr irgendwie rausfindet, wo ihr wohnt, könnt ihr uns auch persönlich beschimpfen. Bitte tut es aber nicht. Aufstehen, Kaffeemaschine einschalten, ein Löffel AG1 von Athletic Greens in den Shaker schütteln, trinken und los geht der Tag. Ich bin faul, ich bin pragmatisch. So einfach, wie sich das gerade angehört hat, ist es auch. Als ambitionierter Sportler braucht mein Körper Unterstützung und mein Kopf. Der soll ja mal Paroli geboten bekommen. Keine Lust, Ernährungswissenschaftler im zweiten Bildungsweg zu werden oder mir stundenlang den Kopf zu brechen. Muss ich auch nicht. Das haben nämlich schon andere gemacht. Ich brauche also etwas, das mir eine umfangreiche Palette an Vitaminen, Mineralstoffen und Dingen mit schwierigen Namen zuführt, die ich für mein Training brauche. Neben einer ausgeklügelten Rezeptur schmeckt AG1 auch noch relativ gut und ist daher mein Löffel der Wahl. Es unterstützt mein Immunsystem, mein Energiehaushalt und die Regeneration. Gemeinsam mit einer ausgewogenen Ernährung bin ich gerüstet, wenn der Trainer wieder ein Schäuferl nachregt. Mit nur einem Löffel in der Früh kann ich meinen Fokus aufs Training legen und die Nahrungsergänzung den Profis überlassen. Auf athleticgreens.com/laufendentdecken bekommt ihr bei eurer ersten AG1-Abo-Bestellung einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 dazu und 5 praktische Travel Packs, zum Beispiel für Wettkämpfe. Neukunden erhalten außerdem eine Willkommensbox mit einer Aufwärmungsdose und einem Shaker. Also, zuschlagen. Und jetzt zurück zur Sendung. Ja, auch heute mit mir darf ich den wunderschönen Peter begrüßen. Hallo Peter. Hallo, der andere. Magst du vielleicht kurz erklären, warum ich ab jetzt der andere bin? Das greift zwar ein bisschen unserem Thema vor, unserem Hauptthema dieses schönen, tollen Podcasts oder dieser schönen Folge, aber das muss einfach gesagt werden, damit auch jeder andere und jede andere weiß, warum es der andere ist. Wir durften beim Mozart 100 am Tag des vor dem Rennen mal durch die Expo wandern und wandern bei den tollen Jungs von Sporthunger und haben uns angeschaut, was sie dann so an neuem Zeug herumliegen haben. Und während wir dort gestanden sind, ist eine Hörerin von uns mit ihrem Mann vorbeigekommen und hat gesagt, ihr seid ja die zwei vom Laufenden Decken Podcast gesagt, ja, und sie stellt uns ihren Mann vor als, schau mal, das ist der Peter, der Schnelle vom Laufenden Decken Podcast und der andere. Und in dem Moment habe ich sofort gewusst, dass ich für die nähere bis mittlere Zukunft von Peter der andere bin. Ja, Also, wenn ihr mal am Wochenende was unternehmen wollt und daheim nicht sagen wollt, was Satz, macht was mit dem Flo, könnt sagen, ich war beim anderen. Oder wenn ihr uns irgendwo bei einem Lauf sitzt, dann sagt einfach Hallo, der andere. Genau. So deppert. Aber, wie du gesagt hast, greift das dem Thema voraus. Wir haben ja noch die Aktuelle Stunde und da wollen wir über einige Dinge berichten. Berichte bitte, bitte. Oh ja. Dieses letzte Wochenende, also wir nehmen jetzt auf am 29.06., weil die Folge kommt am 1.07., ist dann der Freitag, ja, heraus. Und das Wochenende, das Vergangene sozusagen, war ja proppenvoll mit Dingen. Weil wir berichten zwar über Mozart, der schon 2 Wochen her ist, aber letzte Woche ist es richtig heiß hergegangen. Also ich fange einmal an bei den unbekannteren Dingen. Das wäre der Kaiserkrone Sky Race und Trail in Österreich. Für Menschen, die es gern rough haben, würde ich sagen, tut euch das mal an. Da geht es auf den Wilden Kaiser rauf. Schwindelfrei sollte es sein. Ist gut gelaufen
und war wieder hochkarätig bei Sky Racer besetzt. Dann ähnlich lange ist der Marathon du Mont Blanc, der jetzt auch stattgefunden hat. Und der war der 90er, wurde wegen Schlechtwetter abgesagt, aber der klassische 42 Kilometer Lauf wurde durchgeführt. Gewonnen hat der Albon, ich weiß jetzt nicht, wie du den Vornamen hast, ich habe es natürlich wieder vergessen. Du hast den Gefühl doch viel zu richtig ausgesprochen. Ja. Albon. Wahrscheinlich heißt er Albon. Albon. Ja, Albon. Und der hat gewonnen in einer Zeit von sage und schreibe knapp unter 3,30, was für einen Marathon eh okay ist. Die 2.500 Höhenmeter blenden wir jetzt einfach einmal aus. Das sind, wie ich so sagen pflege, Details. Genau. War ebenfalls doppelt besetzt und richtig schnell das ganze Rennen. Also sie waren, glaube ich, nur 10 Minuten über dem Streckenrekord. Und dann gab es halt noch längere Strecken. Einerseits das Andorra 100 bei UTMB, wo sie nach längerer finnischer Abstinenz, würde ich jetzt das mal nennen, der Zach Miller zurückgemeldet hat, der ganz lang gelaufen ist mit dem Sebastian Krokwick, und Dritter ist geworden der Lionel Christian Manole. Tut mir leid, ich habe ihm noch nie gehört. Auf alle Fälle Gratulation hierzu, und hervorzuheben ist eine Ungarin, nämlich die Ildikó Vermeser, die hat bei den Damen gewonnen in einer unglaublichen Zeit. Und was es das Ganze unglaublich macht, ist, es war ihr erster Sieg auf der UTMB World Tour mit 56. Kann man schon machen. Ja, also es ist noch nicht die Zeit der 20-Jährigen auf die 100 Kilometer anbrochen. Also da muss man sagen, hui. Ja, aber heißt das im Umkehrschluss, dass für uns die Chance noch besteht, dass wir irgendwann Rennen gewinnen? Weil selbst für dich, der ja schon relativ alt ist, ist 56 doch noch ein, zwei Jahre hin. Ja. Also wir nehmen jetzt gerade erst Anlauf für unsere beste Zeit. Mhm. Heißt das aber auch für die Bergziege, dass sein Zug schon abgefahren ist? Ja, schneller wird er jetzt wahrscheinlich nicht mehr werden. Weil als die Bergziege 56 war, hat, glaube ich, gerade der Erste Weltkrieg angefangen. Wirklich? Ich dachte, da ist das Meer der Glas entstanden. Aber okay, das sind Details. So ist es. Es war irgendein großer Krieg. Entweder Dinosaurier oder Erster Weltkrieg. Oder irgendwas dazwischen. Details. Zweites geworden die Silvina Perez und Basilia Förster. Bei der Basilia Förster bin ich ziemlich sicher, dass sie nicht aus Amerika, Asien oder Äthiopien kommt, weil dort kennen sie keine. Aber sonst weiß ich es nicht. Bestechende Logik. Ja, so bin ich. Und dann gab es ja noch zwei andere Dinge, die stattgefunden haben, die man vielleicht kennen könnte. Ich weiß, ich glaube, das kennt man die wirklich. Also diesen Lavaredo. Ja, keine Ahnung, was das ist. Ja, das ist sowas ähnliches wie der wie heißt das Ding, was im Herbst stattfindet? Nicht Gran Canaria, sondern das andere. Transvulcania, genau. Findet das übrigens im Frühjahr statt, nicht im Herbst, aber ist ja wurscht. Ja, man, dort war Lavaredo und der Lavaredo ist woanders. Der ist nämlich in Italien, I guess. Ja, Cortina d'Ampezzo startet und endet er. Gesundheit. Auf alle Fälle hat den letztes Jahr ein flinker Deutscher gewonnen, der dieses Jahr aber bei Mozart antreten wollte und aufgrund einer davorliegenden Covid-Erkrankung den Mozart-Start gecancelt hat und stattdessen sich gedacht hat, naja, dort kenne ich die Strecken wenigstens schon. Und nochmal den Lavaredo gelaufen ist. Ja, das Ding ist, der Lavaredo ist ja, glaube ich, 15 Kilometer oder so länger. Also ich glaube,
das Problem ist, dass er durch die Covid-Infektion so gut regeneriert war, dass ihm 105 Kilometer einfach zu wenig waren. Und ich dachte, da brauche ich 120, weil ich habe mich ja so gut erholen können durch die Covid-Erkrankung. Richtig. Das sind 120 mit 5800 Kilometer. So, ja. Höhenmeter. Kilometer. Und dieser noch nicht genannte Deutsche ist das ja letztes Jahr schon in Streckenrekordzeit gelaufen. Knapp richtig. Über 12 Stunden. Genau, 12.02. Ich und hast dieses Jahr gedacht, zwei Minuten, dass ich nicht lache. Ja, letztes Mal ist ihm da im Ziel bei der Eierspeis das Ei hart gewesen. Und da hat er gedacht, da muss er ein paar Minuten früher dran sein, damit er noch weiche Eier bekommt. Ja, aber Gerüchte besagen auch, dass die Mama gesagt hat, um 11 bist du heim, sonst gibt es kein Superl mehr. Und dadurch, dass es um 11 gestartet ist, hat er gesagt, länger als 12 Stunden darf ich nicht brauchen, weil letztes Jahr hat die Mama das Superl weggeräumt. Ja, nicht richtig. Und so wollte er einfach nur schnell geschneizt und kampelt da sein, wenn er sich zum Tisch setzt. Auf alle Fälle, gewonnen hat der Hannes Namberger zum zweiten Mal jetzt da in Folge. Und da muss man sagen, das muss man halt einmal machen. Also wenn du an so glorreichen Lauf wie letztes Jahr hinlegst, dass du nochmal quasi sagst, ich habe eigentlich nichts mehr zum Gewinnen, weil ich habe es nämlich schon gewonnen, sondern wenn ich es schlechter mache oder zweiter oder dritter werde, dann ist es halt, dann habe ich einfach verloren im Endeffekt. Ist es schon mal ein Stück, dass du sagst, ich gehe noch einmal hin und schaue, ob ich es besser machen kann und machst das dann auch. Ich glaube, zwei Dinge würde ich meinen, könnten da reinspielen. Einerseits sind es doch, also so scherzhaft das gemeint war, aber so die zwei Minuten, glaube ich, können doch noch anspornen. So der Erste sein, der das unter 12 Stunden schafft, mag schon motivierend sein. Und zweitens, glaube ich, hat er, kann ich vermuten, durch die Covid-Erkrankung, war sicher ein bisschen Druck aus dem Kessel draus, weil jeder hätte gesagt, wenn er jetzt 13 Stunden was braucht hätte, und nicht gewonnen hätte, ja gut, Covid-Erkrankung und du hast nicht optimal trainiert, bla 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 bla. Also ich glaube nicht, dass die Leute das per se von ihm erwartet hätten. Damit lässt sich sicher auch leichter laufen. Ja, außerdem ist er, hat auch die Strecken kennt. Er wird uns das ja hoffentlich in Bälde auch selber erzählen. Aber er hat die Strecke gekannt und er hatte auch einen guten Widersacher mit dem Gian Marchet. Schicktanz aus der Schweiz, der bis Kilometer, ich glaube, 95, 96, 97 erster war, den er quasi ganz spät erst überholt hat und dann sie gedacht hat, durchhalten, das muss ich ins Ziel bringen. Und dritter geworden ist ein Neuseeländer, Shen. Und das war jetzt der K doppelt gesagt, sondern der heißt so mit Vor- und Nachnamen. Also. Magst du uns noch sagen, wie schnell der Namberger gelaufen ist? 11 Stunden 56 und 28 Sekunden. Das ist durchaus zügig. Okay. Naja, es ist halt, ich glaube, knapp unter dem 6er-Schnitt. Ja. Muss man halt machen. Du, ich bin beim Motor auch 12 Stunden lang gelaufen, nur war ich nur noch bei weitem nicht im Ziel. Und ich bin nur 75 Kilometer gelaufen. Ich glaube nicht, dass du 12 Stunden lang gelaufen bist. Gut, ich habe den Trainer mitschleppen müssen, aber dazu kommen wir später. Ja. Das war eher noch schon so ein Obstacle-Race, weil da hat man ja manchmal so einen Sandsack hinten drauf, oder? Stimmt. Ich habe den Sandsack allerdings irgendwie 10 Stunden lang mitschleppen müssen, aber Details. Bei den Damen hat gewonnen die Mimi Kotka, so wie letztes Jahr, und die hat ja das Kunststück zusammengebracht, dass sie es auf die Minute genau gleich schnell gemacht hat. Letztes Jahr in 14.51.09, dieses Mal in 14.51.25. Also Respekt für die Konstanz. Ja, aber ich würde schon nachlassen. Also die paar Sekunden, da kann man schon eine Negativspirale erkennen. Ich würde mir dann an ihrer Stelle wahnsinnige Gedanken machen. Ja, fair. Zweites geworden, die Katarzyna Solinska aus Polen. Und dritte, sehr erwähnenswert, und hört das nach, das Interview bei uns, von der Esther Fellhofer. Die hat richtig abgeräumt. Die ist nämlich nur eine Stunde und 10 Minuten hinter der Mimi Kotka. Das ist schon mal eine Ansage, weil die ist jetzt da schon eine Hausnummer. Ja. Also. Cooles Interview, das wir da gehabt haben. Ja, also anhören.
Und dann gab es noch so einen recht unbedeutenden Lauf in Amerika. Ja. Der westliche Staatenlauf. Ja. Western States. Ja, da war was. Wieder hochrangig besetzt. Es waren, glaube ich, von den Top 10 bei den Männern und Damen jeweils 8 oder so anwesend wieder vom letzten Jahr. Es hat vom letzten Jahr allerdings der Jim Walmsley gefehlt. Aber sonst war es wirklich top besetzt. Bei den Damen gewonnen hat die Ruth Croft, kennt man. Sehr, sehr bekannt, sehr, sehr schnell. Und auch eine der, wie soll man sagen, gesetzten, quasi vom letzten Jahr. Dann die Ailsa McDonald ist zweite geworden. Und die Marianne Hogan ist dritte geworden. Die kenne ich beide nicht. Die Lucia Bühler kenne ich allerdings wieder. Die ist vierte geworden. Und die Camille Herron ist achte geworden. Die kennt man auch. Die haben wir schon das ein oder andere Mal im Podcast erwähnt. Richtig. Die rennt so gern 24 Stunden und 100 Meilen ganz, 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 ganz schnell. Richtig. Wieder auch ins Ziel gekommen ist die Casey Lickteig. Die war letztes Jahr auch relativ weit vorn, glaube ich. Und interesting war noch das Comeback der Lucy Bartholomew, Australierin, die gut trainiert hat, gut dabei war, gut am Kopf gefallen ist, gut ausgeschieden ist. War nicht so das, was er sich vorgestellt hat. Pamela Vareda habe ich noch vergessen, da ist die Eva Sperger auch mitgelaufen, die ist leider auch ausgestiegen. Da werden wir auch in Kürze wissen, warum das so ist. Ihr werdet es bei uns erfahren. Bei den Herren war es auch ein knappes Rennen und da gibt's ja, es gibt ja Läufer, die gerne einmal Zweiter werden. So wie jemanden wie den Hayden Hawks. Ich weiß nicht, der freut sich einfach darüber, dass er Zweiter werden kann. So wie das Problem ist, wenn du Erster bist, hast du niemanden, den du nachlaufen kannst. Wenn du Zweiter bist, hast du ihn. Ja, und ich meine, wenn du halt Streckenrekord laufst in einem Jahr und dann hast du so einen Typen vor dir, der dann nochmal 20 Minuten und sowas drauflegt, da hast du halt schon ein ziemliches Pech. Dann darfst du halt nicht das Jahr nehmen, wo der James Wormsley ist. Ich meine, blöd ist, wenn du so wie jetzt ein Jahr nimmst, wo er nicht dabei ist und trotzdem wirst du Zweiter. Ja, also, aber er hat gesagt, er kommt wieder, er hat mal Rechnung offen. Hoffentlich ist es noch nicht das Jahr, wo der Flo Neuschwander versucht zum Gewinnen und vielleicht der Kilian schon eh auch mal in Western States laufen. Ich glaube, der Kilian wird Western States mal laufen. Ich glaube, für den ist das zu wenig Berg. Ja, aber das wäre halt auch bitter, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der Hayden Hawks dann Zweiter wird. Er könnte sogar Dritter werden hinter Neuschwander und hinter Kilian schon eh. Gewonnen hat auf alle Fälle der Adam Petermann. Interesting an dem ist, der ist relativ jung, der ist 26, ist bei 5 Ultras jetzt gestartet und hat 5 gewonnen. Also die Quote stimmt. Und wen kennt man noch? Den Arlen Klick, kenne ich nicht, der ist dritter geworden. Aber den Pomaret Ludovic, den kennt man schon, der ist sechster geworden. Hasser-Tipp, ist ein Franzose. Klingt doch so. Oder aus Kanada. Also, das ist quasi ja die westlichste Provinz. Ja. Aber was ich bei Western States immer dazu sage, ist, ich finde, Unbreakable ist ein Film über den Western States, wo der Kilian mitgemacht hat. Und das ist nach wie vor, finde ich, der beste Lauffilm, den es, also wenn ich irgendwie laufmäßig mich hypen will, wie man halt schön auf Neudeutsch sagt, Unbreakable hilft da immer. Wir werden vielleicht bald eine Folge rausbringen, in der wir mal besprechen, was für Medien uns so begeistern. Ja, note his words. Das kann zwischen jetzt und in 4 Jahren passieren. Es gibt, wir haben vielleicht, jetzt kann man es ja sagen, oder? Wir haben vielleicht im Jänner eine Folge aufgenommen, die Medienempfehlung ist, gesagt, die bringen wir uns in 2-3 Wochen raus. Wir schieben diese Folge seit 6 Monaten vor uns hin, weil uns immer was dazwischen kommt. Das ist zwischen uns schon so ein Running Gag. Das liegt daran, dass wir einfach immer so hochkarätige Gäste und Gästinnen und Themen haben und sagen, ah ja, das bringen wir dann. Wir werden es irgendwann bringen.
Wir könnten ja dafür stimmen, dass wir es irgendwann einmal rausbringen. Also wenn ihr mal, am Freitag jetzt eine Medienempfehlung-Folge rauskommt, dann wisst ihr, wir hatten echt nichts Besseres zu bringen und wir waren schon echt verzweifelt. Oder ihr habt uns lautstark dazu aufgefordert. Wir werden sehen. Ja, soweit zur aktuellen Stunde. Ja. Aber Moment. Wir haben noch einen. Einen haben wir noch, nämlich den bekanntesten und wohl auch begehrtesten Volkslauf des Weinviertels, der auch stattgefunden hat. Und da hat sich der Flo es nicht nehmen lassen, dass er seine sexy Statur um das Schloss wirft in Wolkersdorf. Richtig. Die Anreise war weit und ich habe mit der Freundin lange überlegt, ob das mir und dem Kleinen antun können, dass wir die 500 Meter zum Startzielgelände auf uns nehmen sollen. Wir haben uns dann dafür entschieden. Es war nicht leicht, aber wir haben gesagt, okay, wir machen es. Und nein, es ist der Wolkersdorfer Schlosspark. Hauptsache mit der Kurzurlaub verbunden. Ja, also wir haben zwischendurch uns ein Hotel gebucht und am halben Weg haben wir dann übernachtet. Beim Nachbarn im Garten eingekehrt. Ja, aber du mit Kind, das ist einfach viel zu weit. Das schaffst du nicht an einem Tag, was du alles mitnehmen musst. Ja, das ist wirklich, das war, also jeder, der direkt hingefahren ist aus Wolkersdorf, ist unverantwortlich, würde ich sagen. Ja. Also Sekundenschlaf. Weil mehr geht es ja nicht aus. Du lachst jetzt, aber da sind schon viele gestorben, wirklich. Ja, verstehe ich. Erzähl, wie war es? Wunderbar. Also es ist ein wunderbarer Lauf. Er startet eben im Schlosspark. Schlosspark. Und ich würde sagen, es ist kein, es gibt einen 5-Kilometer-Bewerb, es gibt einen 10-Kilometer, das ist der Hauptbewerb und dann gibt es so Kinderbewerbe. Da weiß ich aber allerdings nicht. Wo bist du gestartet? Bei den Kinderbewerben natürlich. Nein, beim 10 Kilometer Hauptlauf. Okay. Und es ist aber kein Zehner, wo es kein Bestzeiten-Zehner. Also ich bin dann mit meinem Papa gemeinsam gelaufen und wir haben währenddessen besprochen, also wenn du auf der Strecke an eine Bestzeit schaffst, dann ist es entweder dein erster Zehner oder du hast eine 10 Kilometer Bestzeit, die weit über deinem aktuellen Leistungsniveau ist. Also es hat 111 Höhenmeter und du erklimmst den längsten und steilsten Anstieg der Gegend mit 60 Höhenmeter. Also da wird alles geboten, was die Gegend zu bieten hat. Aber es ist Handschuhe angehabt? Hast du Handschuhe angehabt, damit du direkt am Felsen greifen kannst? Stecken habe ich mitgehabt. Ja, wichtig. Und ich habe mir zuerst überlegt, ob ich 2 oder 3 Flasken für den Anstieg mitnehmen soll, habe mich dann für 4 entschieden. Mhm, sehr gut. Ich bin da auch für 2. und 3. Lag, weil, im alpinen Gelände, man weiß nie, wenn das Wetter umschlägt. Aber ich bin tags davor, bin ich mit dem Auto, da gibt es nämlich hinterrucks, gibt's einen Weg rauf, bin ich mit dem Auto rauf und haben einen Dropback oben gelegt, weil ich mir nicht sicher war, ob ich nicht Reserve gewandelt brauche und vielleicht die Stirnlampe, habe ich auch Ersatzbatterie dann mitgehabt, weil anders war es mir einfach zu gefährlich. Ja. Weil ich ja schon um 6 Uhr abends gestartet. Also da darfst du das mit der Zeit echt nicht unterschätzen. Ja, das ist im Juni, ist das ja kurz vor Sonnenuntergang. So ist es. Nein, also alles andere war, wie gesagt, unverantwortlich. Und ich war froh, sie hatten 2 Labestationen, also wirklich. Und ohne die hätte ich es, glaube ich, echt nicht geschafft. Also das war wie war Labestation vorher, nachher, alles rundherum? Ja, also im Ziel hat es eine Labestation, es hat zwischendurch wirklich bei Kilometer 3, 2,5 und du selben bist du nochmal vorbeikommen, das hat Wasser gegeben. Es war schon heiß, also in aller Ernsthaftigkeit. Ob du jetzt wirklich für 10 Kilometer Wasser brauchst, ja. Ja, das kommt darauf an, was du gewohnt bist. Also ich kann mir das schon vorstellen, wenn du normalerweise keine 10 Kilometer machst und du länger unterwegs bist, dass ein Schluck Wasser dort und da, wenn du jetzt das nicht gewohnt bist, dass du eine Flask oder so einen Spaß mit hast, ist sicher nicht gefehlt, weil es hat ja doch 30 Grad oder so kommen. Ja, wie gesagt, kann man schon machen, aber ja. Es haben irgendwie 98 Leute, glaube ich, teilgenommen beim 10 Kilometer Hauptwettkampf. Und wenn du eine Stunde gelaufen bist, warst du irgendwie 85. Also es war jetzt nicht, dass da die langsame Partie unterwegs war. Also von den Zeiten her,
würde ich sagen, eine Stunde kannst du ohne Wasser auch überleben. Ja, aber ein Zehner in einer Stunde, das heißt in einem Sechserschnitt und du bist 85. von... Also ich weiß jetzt nicht, vielleicht, ob es genau 85 ist, aber du warst das sind dann eher die zügigeren. Ja, das war schon eher die zügigere Partie. Ja, wie gesagt, es war nicht viel Aufwand, da waren halt so kleine Kinder dort, die Wasser noch entgegengestreckt haben. Es hat schon passt, ich sage nur, ich glaube jetzt bei einem ambitionierteren Starterfeld muss es nicht sein. Es stört jetzt nicht, wenn es was gibt. Also verstehe mich nicht falsch, ich will das nicht. Aber so finde ich, haben sie durchaus eine schöne Strecke, weil du bist halt auch durch die Berge und durch die Weinfelder da oder was das da, was da immer sind und hast halt Ausblick auf Wien und so. Also war schon recht schön, finde ich. Also es war nicht Fahrt irgendwie durch den Ortdurchgang und nur Straßen, sondern hauptsächlich da irgendwie die Feldwege entlang. Also Wettkampfempfehlung fürs nächste Jahr. Ja, also wirklich, kann man auf jeden Fall machen. Wie gesagt, es ist kein Bestzeitenkurs. Mhm. Aber es ist sicher Teil von irgendeinem Weinviertler Laufcup, I guess. Oder so. Weiß ich nicht. Aber das werden wir mal austesten. Also, na, nächstes Jahr geschlossen antreten Wolkersdorfer Schlossbadklopf. Also wir erwarten euch. Ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder teilnehmen. Also ich habe dann kurz hab ich überlegt, ob ich wirklich Vollgas geben soll. Habe aber ehrlich gesagt dann am Tag davor war bei uns waren wir bei so einem kleinen Festl, bei uns in der Anlage, da habe ich ein bisschen getrunken, habe die Superkompensation halt falsch angesetzt, war dementsprechend etwas müde und dann auch der Papa auch mit war, aber ich dachte, werde ich den jungen Mann einfach mal begleiten. Und ich habe aber dann schon bei Kilometer 7, muss ich sagen, habe ich dann schon ein bisschen gespürt, dass mir der Motor noch in den Beinen steckt. Aber dazu werden wir dann später kommen. Und wir sind 53 Minuten, glaube ich, gelaufen. Das ist so ein, zwei Minuten, glaube ich, von Papas Bestzeit weg. Also das war schon quasi in seinem, wenn man jetzt die Höhenmeter quasi mit einbrechen und man das flach machen würde, war schon so in seiner Bestzeitengegend. Also da hat er schon ganz gut Gas gegeben. Und wir sind noch die letzten 4 Kilometer, glaube ich, oder so. Also du hast die Höhenmeter hast hauptsächlich in die ersten 5 Kilometer drinnen und dann geht es quasi hauptsächlich runter und die letzten 4 oder 5 Kilometer sind wir alle sub 5 Minuten am Kilometer gelaufen. Also unsere Taktik ist voll aufgegangen, dass wir uns am Anfang nicht zu sehr abschießen, schauen, dass wir alles trotzdem laufen und hinten heraus halt nochmal bergab Gas geben und die Leute halt einsammeln. Und bis auf, glaube ich, 2, 3 Schritte da den hiesigen Rodelberg heißt der, der halt anfänglich doch kurz ein bisschen steil ist, sind wir auch wirklich alles gelaufen. Und für dass der Wert der Vater jetzt kein spezielles Höhentraining oder Höhenmetertraining hatte, finde ich, hat er das echt bravourös gemeistert. Und wie gesagt, hinten raus haben wir reinen dann in 4,50 hingeknallt. Und bei Kilometer 8 habe ich mir dann schon angemerkt, dass wenn ich dann kurz ein bisschen angedrückt habe, dass er mir jetzt nicht mehr so nachkommen ist. Also er ist schon im letzten Zacken gelaufen, aber auch im letzten Kilometer sind wir irgendwie 4,58, 4,57, so irgendwas gelaufen. Sehr, sehr cool. Also man muss ihn nachher nur noch regelmäßig am Biesenberg zum Mountain Training schicken. Richtig, richtig. Dann knallt er nächstes Jahr was unter 50 Minuten hin. Hervorragend. Na dann, schreibe mal einen Trainingsplan. Wolkersdorf sub 50. Ja, ich werde es dem Trainer sagen. Ja. Aber... Gut. Dann auf zum Hauptthema. Vor 2 Wochen waren wir beide gemeinsam in Salzburg. Richtig, beim Mozart 100. Genau, bei UTMB, weil der Mozart auch dort jetzt in der UTMB World Series ist und dementsprechend auch hochkarätigst besetzt war, weil es natürlich neben Punkten, also ITRA-Punkten und UTMB-Indexpunkten und so, auch Running Stones zu verdienen gab. Und so wie das halt so ist bei diesen UTMB-Events, wenn du Top 3 laufst, dann hast du einen Fix-Startplatz für das Finale beim UTMB-Server. Und dementsprechend sind die ersten Plätze bei solchen Läufen immer gut gefüllt, weil bei den, wie soll man das sagen, vermeintlich unbekannteren Läufen, sie auch dann die Guten, sie denken, okay, dann nehme ich meinen Fix-Startplatz halt hier mit.
Ja, in Amerika, glaube ich, ist das schon länger gang und gäbe. Da gibt es für den Western States die Golden Ticket Serie. Da ist es ähnlich, dass wenn du, dass die guten Läufer versuchen, sich quasi bei einem vermeintlich, sag ich mal, billigeren Golden Ticket Event das Ticket so zu holen, wenn es nicht genau über die Lotterie oder irgendwelche Sponsoren oder so schaffen. Genau. Und wenn es da, wenn man jetzt in Lavaredo anschaut, der letzten Jahre, da waren jetzt einfach schon seit 2017 die ersten Plätze immer, also wie gesagt, letztes Jahr hat der Hannes Namberger schon gewonnen. Es hat die Mimi Kotka schon gewonnen. Es hat der Tim Tollefsen, glaube ich, auch schon mal gewonnen. Also da war die letzten 4 Jahre oder so was immer top besetzt schon beim Lavaredo. Und der ist halt auch kein einfacher Lauf. Der 120-Grad-Kasten ist schon durchaus anspruchsvoll. Ja. Ich würde ihn schon zu den laufbaren Ultras zählen. Also ja, es ist wahrscheinlich leichter wie der Gehgut. Das ist vieles ist leichter wie der Gehgut. Aber er ist der wahrscheinlich anspruchsvoller wie der Mozart von der Strecke her. Wahrscheinlich schon ein bisschen, ja, auch wegen der Länge, weil er doch dann ein bisschen mehr Höhenmeter hat. Weil ich bin beim, also der Mozart hat 105 und hat, es steht 5000 Höhenmeter, ich glaube es sind weniger, aber soll sein. Also diese Höhenmeter-Messungsgeschichte, die finde ich immer wieder spannend. Ja, die runden halt auf, damit es besser klingt. Wir hatten 75 mit 4000 Höhenmeter angeschrieben, Kilometer waren es dann glaube ich eine 74, irgendwas. Und Höhenmeter waren sie mit 3,5 oder so. Aber die Kilometer waren sie relativ genau und Höhenmeter, ich meine, da haben wir auch in der Gruppe Unterschiede gehabt bei den verschiedenen Uhren und Gerätschaften. Ja, aber, Aber egal, die Strecke, wie gesagt, 105, 5000 bei der langen und 75 und 4000 bei der zweitlängsten, also auf der Ultrastrecke. Von Salzburg weg, beziehungsweise die kürzeren Rennstrecken, weil es hat, glaube ich, insgesamt 7 oder 8 Bewerbe gegeben, geendet sind alle am Kapitelplatz in Salzburg, gestartet sind es unterschiedlich, der 100er halt auch in Salzburg, der 75er in Fuschl, der nächstkürzere wieder ein Stück weiter und so weiter und so fort. Also im Endeffekt, das Schlussstück war alle mehr oder weniger dasselbe. Ja, und je nachdem, welche Distanz du gemacht hast, hast du halt mehr von der Strecke genossen. Und wenn du den Mozart 100 gemacht hast, hast du die gesamte Strecke genossen. Genau. Sie haben dieses Jahr die Strecke leicht adaptiert und auch die Laufrichtung geändert. Das heißt, du bist dann auf die Anstiege andersrum. Also du hast als große Berge, wenn man so will, drinnen das Zwölferhorn und den Schafberg. Und die hast du dieses Jahr andersrum gelaufen wie die Jahre davor. Und gewonnen hat den 105er, damit wir das gleich vorne wegnehmen, der Janusz Kowalczyk, der hat auch schon 20 den IATF gewonnen in Streckenrekordzeit, wo wir mitgelaufen sind, und hat auch dieses Mal einen Streckenrekord hingeknallt. 9 Stunden 36 für 105 Kilometer. Das ist ein 5,26er Schnitt. Das ist gar schnell. Ja, man muss aber, ich glaube, wo man ein bisschen zumindest relativieren muss, ist, dass halt die ersten 30 sehr laufbar sind. Die sind in ungefähr 2 Stunden gelaufen. Nee, ist jetzt auch schon, ist alles nicht langsam. Ich will das gar nicht zu relativieren, aber ich glaube, im Vergleich zu, wenn du das jetzt mit einem Lavaredo vergleichst, ich glaube, so eine lange laufbare Passage hast du beim Lavaredo wahrscheinlich nicht. Du hast halt dann die 2 Anstiege dann mit dem 12er und mit dem Schafberg. Und auch danach, wenn du die Beine hast, ist es eigentlich noch ziemlich laufbar. Den Nockberg da am Schluss lassen wir mal ein bisschen außen vor. Mit den ganzen Stiegen, da kann er jetzt auch kein Dreierschnitt darunter knallen, wahrscheinlich, denke ich mal. Also, aber bis dahin ist alles ziemlich laufbar. Und ja, von dem her. Das habe ich gemeint mit Lavaredo, ist wahrscheinlich anspruchsvoller. Der Mozart ist aber super schön, also ich muss sagen. Ich durfte ja die ganze Strecke genießen und ich glaube, die schwierigsten Passagen zum Laufen, wenn ich jetzt da durchgehe von vorne nach hinten, es gibt ein kurzes Stück aufs Zwölferhorn rauf, ein kurzes, das du nicht laufen kannst, den Rest kannst du laufen. Hinunter kannst du das Zwölferhorn komplett laufen, Schafberg rauf gibt es ein kleines Stück, das einfach zu steil sein wird zum Laufen, aber sonst auch laufbar. Hinunter laufbar, wenn auch
so ein bisschen steinig, was halt ungut ist, aber durchaus geht. Dann dieser Nocksteinberg-Hügel-Hammerer. Ja, am Schluss, na, bis dorthin geht es wieder alles zum Laufen. Und der ist der, was du sagst, okay, hinauf wirst wahrscheinlich ein Stückchen gehen und hinunter diese Stufen laufbar, aber halt nicht nett. Also sie sind, sie nerven. Sie ja. Jetzt da, es ist, du wirst das schon laufen können, du wirst das halt nicht im Viererschnitt laufen können, aber das geht schon. Dementsprechend, also wenn du wirklich einer von den Top-Athleten bist, geh davon aus, dass du, ja, lass es 85-90% laufen kannst. Ja, also ich würde mir auf 90% laufen auf alle Fälle festlegen und sagen, der Rest ist nachher kurze Gehpassagen. Und das hast du, glaube ich, bei den wenigsten 100 Kilometer Läufen, dass du wirklich so viel laufen kannst. Das ist sicher richtig. Aber wollen wir das Rennen einmal irgendwie durchgehen? Ich weiß nicht, mit wem man. Ja, ich würd gerne noch zwei Sachen dazu sagen. Ja. Erstens, um die Zeit ein bisschen in Relation zu setzen mit diesen 1,36. Das ist fast eine Stunde schneller wie der bisherige Streckenrekord von Bo Capell. Und der hat im UTMB in 20 Stunden irgendwas gefinisht. Das heißt, ich glaube, dass die Strecke so rum schneller ist wie andersrum. Weil dass der, vielleicht ist der Janusz Kowalczyk gleich schnell wie der Bo Capell. Kann schon sein. Aber dass er einmal Stunde abnimmt, der gleiche Strecken, glaube ich nicht. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht so sehr, ob es auch die per se die Richtung ist. Das kann schon sein. Obwohl ich glaube, dass zum Beispiel beim 12er-Horn hast so jetzt den flacheren Anstieg bis jetzt rauf und den steileren runter. Ich hatte die Frage, ob es dann nicht in einem sanfteren Abstieg mehr schneller bist, weiß ich nicht. Aber es fehlt vor allem, du hast letztes Jahr noch. Du bist, also dieses Jahr bist du eben 12 Wochen Schafberg, den Schafberg hast du nur so eine Schleife gemacht, bist wieder zurück nach St. Gilgen und dann quasi von St. Gilgen rüber nach Fruschl am See. Und da hast du einfach einen Berg dazwischen gehabt, der jetzt nicht hoch war, es waren trotzdem 400 Höhenmeter oder sowas. Und das spürst dann einfach schon. Jetzt die Strecke rüber hat irgendwie 100, 200 Höhenmeter gehabt. War dann gegen Ende auf Asphalt, wo die sicher einen niedrigen Vierer auf dem Asphalt gebrannt haben. Ja, ja, die schnellsten sind hinten raus bei Kilometer 79 oder so immer noch an irgendwas zwischen 4,15 und 4,35 gelaufen. Also auch zum Beispiel ein Herr Neuschwander, der ein bisschen langsamer war mit knapp unter 12 Stunden, aber der hat sich vielleicht da um 4 Kilometer verkoffert. Ja. Was man auch vielleicht noch dazu sagen muss, ist, dass die Mozart 100 Starter um 5 in der Früh gestartet sind und wir Mozart Ultra um 7 Uhr. Das heißt, wir hatten die Ehre, dass alle an uns vorbei mussten. Also ich ging jetzt davon aus, dass die Top 3, mit der Namberg war, die hat dann irgendwann herausgestellt, dass der jetzt nicht dabei ist, aber dass die alle mal irgendwo vorbei mussten an uns. Und ich habe mich lange gewundert, wo der Herr Neuschwander bleibt, weil er nicht und nicht mal an mir vorbeigekommen ist. Ich dachte, so schnell bin ich nicht. Und irgendwann am Aufstieg Schafberg hat er mich dann überholt und der Labelstütz und davor in St. Gilgen habe ich dann erfahren, dass er sich ein bisschen verkoffert hat und deswegen 4 extra Kilometer eingelegt hat. Mit 2 anderen. Er ist irgendwie Top 10 gelaufen, alles super, super, super und zack, wir haben auf der Live-App über mich geschaut und zack, war er 130. Und dann sind nach vorne wieder durchgekämpft. Ja, das kann da passieren. Ja, und uns ist entgegenkommen am Weg wieder zurück nach Gilgen. Und da war er durchaus angestrengt und ich glaube, er war auch dezent angefressen ab dieser Verkofferei, weil dass er dann nicht ganz vorn mitläuft, war klar. Er ist trotzdem 24. geworden. Also Respekt, dass er dann noch so durchgeknallt hat. Da würde ich echt gerne mal wissen, wenn's das auf Sieg quasi anlegst, du dann so eine Verkofferei drinnen hast, was geht in dir vor und wie kriegst du den Schalter umgelegt auf, na gut, dann pfeife drauf, ich laufe trotzdem schnell weiter und schnell fertig, auch wenn ich weiß, dass ich nicht gewinnen werde. Also wie ist die da im Kopf umschalten kannst? Ja, ich glaube auch, dass er das irgendwann gemacht hat, weil er war 2 Stunden hinten und 4 Kilometer verlaufen für Herrn Neuschwander, das sind keine 2 Stunden. Und er hat es dann auf Instagram auch geschrieben, es ging halt
ging halt generell darum, irgendwie kontrolliert zu finishen, weil sein Ziel da jetzt hauptsächlich war, oder vielleicht weiß ich nicht, ob er das jetzt nachher dann nur gesagt hat, dass er halt irgendwie Running Stones bekommt und hat ein bisschen Erfahrung. Er hatte auch vor ein paar Wochen eine Covid-Erkrankung. Das heißt, dass er nicht irgendwie topfit war, war ihm halt auch irgendwie klar. Ja, ja, und ich weiß auch, was sein Hauptziel dieses Jahr noch ist, aber ich glaube, er will bei der UTMB-Woche irgendwo starten, weil nächstes Jahr will er, glaube ich, den Western States laufen. Zumindest hat er irgendwas in einer Insta-Story mal angedeutet, dass jetzt Hitzetraining Hannes im Amberger Western States. Will in UTMB laufen, das ist ja definitiv. Janosch Kowalczyk weiß es nicht. Keine Ahnung, der hat uns dann am Aufstieg zum 12-Wochenrand, das war nach Kilometer 4 oder sowas, überholt. Also der war dort, wo wir ihn ungefähr erwartet haben. Und dann habe ich schon gesagt zum Trainer, der mit mir zu dem Zeitpunkt unterwegs war, jetzt kann der Neuschwander nicht lange auf sich warten lassen. Und der kommt und kommt nicht und wir laufen von dem 12-Wochenrand runter. Und er kommt und kommt nicht. Irgendwas muss da passiert sein. Entweder hat er aufgeben, ich glaube, dass er aufgeben hat, weil wir in St. Gilgen noch nicht da waren. Das war schon Kilometer 16, 17, 18, so irgendwas. Da habe ich mir schon gedacht, puh, dass er noch immer nicht da ist, aber ja, verkoffert und dann holst du auch nicht mehr das Letzte raus und er ist dann auch beim Anstieg am Schafberg rauf, ist an uns zuerst vorbeigejoggt, aber er ist dann auch irgendwann in so einen Schnell-G-Modus übergegangen. Ja, der hat wahrscheinlich nicht dann auch nicht mehr so die letzten 5% geben, wie die er gegeben hätte, wenn er Zweiter wäre oder so irgendwas. Das kann man ja nicht wollen. Also wenn er nicht mehr in einem Duell-Modus in dem Fall ist oder so, dann wird es wahrscheinlich, wie soll ich sagen, safe nach Hause laufen. Ja, ja. Aber wie, trotzdem ist es interessant, wie du deinen Kopf überhaupt dazu kriegst, dass das fertig läuft und nicht sagst, wisst was, hoppt mich gern jetzt im St. Gilgen auf ein Eiscafé. Ja, das stimmt schon. Ja, da kommt halt, und da schließt sich der Kreis vielleicht wieder zu Folgen, da kommt halt auf deinen Grund, warum du das machst. Wenn du so wie der Jim Wormsley antrittst und gewinnen das einzige akzeptierte Resultat ist, dann hätte er wahrscheinlich ihn aufhören müssen in Fuschl, weil, seien wir sich ehrlich, gewinnen war zu dem Zeitpunkt einfach unrealistisch, weil so schnell wird er nicht einholen können. Das sind 4 Kilometer einfach zu viel. Das sind dann auch 20 Minuten oder sowas. Ja, der hätte vielleicht noch eingehen können, aber es wäre sehr unwahrscheinlich. Hätte er wahrscheinlich aufgeben müssen. Wenn sein Ding war, sein Grundziel war, auf jeden Fall Running Stones, weil der Motor definitiv nur ein Stepping Stone war für, ich nehme mal bei der UTMB-Serie teil, was auch immer, dann war es zwar jetzt nicht cool, aber dann hat er noch immer die Chance gehabt, da das locker reinzulaufen. Von daher, wenn in dem klar war, dann glaube ich, war es wahrscheinlich auch gar nicht so schwierig. Was ich meine? Ja, ich rational, alles nachvollziehbar, alles wunderbar. Ich weiß noch nicht, was in diesem Moment vorgeht, weil du bist schon in einem Rennmodus. Ja. Und wenn du dann in dem Rennmodus merkst, it's gone, dass du nachher nicht in ein paar Minuten dann sagst, wisst ihr was, habt ihr mich einfach alle gern. Aber mal schauen. Ja. Als er an uns vorbeigelaufen ist, hat er zumindest nicht angepisst gewirkt. Also er war recht locker, ist also von jedem offensichtlich erkannt worden, er ist jetzt auch relativ markant und wahrscheinlich in der Szene auch sehr bekannt. Von daher, da hat er recht relaxed gewirkt. Aber da war es halt wohl auch schon Zeit her, da hat er sich vielleicht schon mit sich das mit sich ausgemacht, mit sich im Reinen. Ja. Genau. Kommen wir mal von diesen Local Heroes, die es da so gibt, zu den wahren Helden. Richtig. Ja. Wir sind ja in einem kleinen Cross angereist nach Salzburg. Also wir hatten die Bergziege dabei. Richtig. Auf der 100er Strecke. Wir hatten den Martin dabei auf seinem ersten 100er. Auch richtig. Wir hatten den Steffen dabei, der das schon mal gelaufen ist und schneller machen wollte. Ja. Wir hatten den Michele, die Maschine, dabei. La Machina. Wir hatten uns beide dabei. Wir hatten den Trainer dabei. Ja. Das war's dann. Ja, es ist recht quasi als Entourage aufzuschlagen. Genau. Es ist noch jemand anderer aus dem Team mitgelaufen. Aber das war ganz cool. Und so bist du und der Christoph auf der 75er Strecke unterwegs gewesen. Ja. Und der Rest von uns war auf der 105er unterwegs. Ja. Wie wollen wir es anfangen? Nachdem wir das beim IRTF mit dir angefangen haben, glaube ich, weil ich sage, fangen wir einfach mal mit mir an.
Ja, aber die wird wahrscheinlich dann hauptsächlich um einen Martin gehen, weil so ehrlich muss man sein, für dich war es jetzt wahrscheinlich aufgrund deines Trainingszustands nicht die große Herausforderung, es zumindest zu finishen. Und euer Ziel war, wie du auch im letzten Podcast gesagt hast, so sub 20, das schaffst du mittlerweile auf der kleinen linken Hode. Ja, ich wurde gebucht als Begleitservice. Ja, soll ich ihm dann Martin dann noch die Rechnung schicken und hast du eh schon geschickt? Ja, nein, habe ich nicht, aber kann es gerne machen. Also, und wer mich als Escort buchen will. Preise nur auf persönliche Anfrage. Ja. Ja, nein, also unsere, wir haben das ja auch schon im letzten Podcast mit dem Trainer besprochen. Unsere Taktik war irgendwie halbwegs gut noch über die zwei Berge drüber zu kommen und dann hinten herausschauen, dass uns nicht zu viel Körner fehlen, damit man da echt noch ein bisschen Meter machen kann, weil wenn es dann flach ist und du gehst, kannst du echt noch ungut viel Zeit liegen lassen. Sub 14 Stunden haben wir irgendwie so ein bisschen als Ziel ausgegeben, mit dem Grundziel, die Stirnlampe nicht benutzen zu müssen. Okay, Sub 14 war. Sub 14 war, haben wir, glaube ich, im letzten Podcast auch besprochen. Ja, das war so, dass wir ungefähr um 9 geht die Sonne unter. Das wären dann so um die 14 Stunden rum. Wahrscheinlich. Wir wollten das auch, also es war jetzt aber kein A-Wettkampf für euch. Nein, also. Oder? Nein, es war. Also mir ging es hauptsächlich darum, um mal zu sehen, wie es so ist mit minimalerem Trainingsaufwand, was dann quasi liegen bleibt so ein bisschen, weil dass mein Training jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass es nicht optimal verlaufen ist, aber es ist nicht mit demselben Aufwand betrieben worden wie die letzten Jahre. Also ich, aufgrund, das ist ja mittlerweile eh bekannt, der Familie und so, habe ich definitiv nicht den Umfang und den ich normalerweise laufen würde, gelaufen. Ich habe Abstriche gemacht und das waren vor allem auch die Höhenmeter und für mich war es spannend zu sehen, was macht das mit mir, weil du weißt es selber auch und das hast du auch schon das ein oder andere Mal im Podcast besprochen, ich kann durchaus bergauf, durchaus hast du mich auch schon mal als Lokomotive bezeichnet und das liegt mir durch und die Frage war, wie sehr leidet das quasi darunter, dass ich jetzt nicht speziell Höhenmeter trainiert habe. Das war für mich so ein bisschen ein Experiment. Ja. Naja, wir sagen ja, seit letztem Jahr bist du mehr im Beta-Modus, also nicht ganz so stur am Trainingsplan, nicht ganz so strukturiert unterwegs. Wir können es ja verraten, du warst im Ziel. Ich bin ausnahmsweise wieder mal ins Ziel gekommen, ja. Ja, also er ist jetzt da quasi der Did-Doch-Finish-Flo. Das ist lieb. Did-Doch-Finish der andere. Did-Doch-Finish der andere, okay. Das ist wieder interessante Abkürzung. Da musst du was überlegen. Ja. Da ist aber interessant dran, letztes Jahr hast du sehr strukturiert hintrainiert. Ja. Ja, super verbissen. Geh gut. Ging nicht gut. UTMB. Tat auch sehr weh. Dann hast du gedacht, da pfeife drauf, jetzt da wecke ich den Peter in mir. Und bist du mal den Mozart gelaufen. Was sagt man bis jetzt? Einiges wahrscheinlich, ich weiß nicht. Na, grundsätzlich. Bevor ich dir diese Frage beantworte, hole ich etwas aus. Nein, also was ich sagen muss, ohne jetzt zu. Ja, was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, bergauf habe ich es gar nicht so arg gespürt, wie ich mir das eben gedacht habe. Also ich war vielleicht nicht so schnell wie letztes Jahr, aber ich hab bergauf eigentlich das ganze Rennen durch gut Meter machen können und zumindest in meinem Umfeld. Immer wieder die Leute auch bergauf eingesammelt. Wird Training überbewertet? Bitte? Wird denn Training überbewertet? Nein, also es gab definitiv Aspekte, zu denen ich noch kommen werde, wo man gespürt hat, dass ich nicht mehr so trainiert bin, wie ich das noch die letzten Jahre war. Dass ich jetzt, dadurch, dass ich die letzten 5, 6, 7 Jahre das gemacht habe, dass eine gewisse Basis da ist, von der ich auch jetzt noch zehre, ist einfach klar. Und so schnell wird die auch hoffentlich nicht verschwinden. Und deswegen geht das. Wenn man jetzt relativ frisch damit anfängt, geht das wahrscheinlich nicht. Aber wenn man das schon einige Jährchen gemacht hat, dann kriegt man das auch mit ein bisschen wenig Aufwand. Denn das ist durchaus eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe. Um ein bisschen vorzugreifen. Eine Frage vorweg noch. Und zwar, du bist es ja mit dem Trainer gelaufen. Ja. Warst du... Also war das von vornherein so geplant? Ja,
Also wir haben zumindest gesagt, wir fangen an. Wir haben immer gesagt, dass es das nicht heißt, dass wir zusammen finishen werden. Und um auch da noch zuvor zu greifen, das passierte auch nicht dann. Also wir haben, ich war dann vor ihm im Ziel. Das war immer abgemacht. Wir fangen an, weil wir beide jetzt nicht einschätzen konnten, wie wir uns tun werden. Weil die Frage deshalb so gestellt, weil, wie du gesagt hast, du hast da bergauf jetzt nicht so schwer getan. Bist du an deinem Limit bergauf gelaufen oder bist du locker bergauf gelaufen? Das macht den schon viel aus, glaube ich. Also die ersten zwei Berge, glaube ich, bin ich nicht am Limit drauf. Aber wie gesagt, das ist halt in dem Sinne schwer zu sagen, weil das die Idee immer war, auch nicht volle Wäsche die Berge raufzuknallen, weil ich einfach, also dass ich jetzt da, ich meine, bis die Berge vorbei sind, sind wir dann irgendwie bei Kilometer 29, dass ich das irgendwie hinkriege und auch noch ein bisschen Gas kriege, das habe ich mir schon gedacht, das hätte mich jetzt verwundert, wenn ich das nicht hingekriegt hätte. Die Frage war nur, ob ich dann bei Kilometer 60 dafür den Preis zahle und wie es mir dann damit gehen wird. Das war so für mich die große Frage, weil wir haben ja auch den Wintertrail gemacht, das waren auch ein paar Höhenmeter, dann habe ich Innsbruck gemacht, da waren auch Höhenmeter dabei. Es ist nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Und auch da bin ich relativ gut durchgekommen. Also, dass ich jetzt so 30 Kilometer mit 2000 Höhenmeter hinkriege, das habe ich schon noch gewusst. Wie gesagt, die Frage war nur, ob das hinten heraus dann, ob ich da hinten heraus die Rechnung dafür zahle. Und genau, also ich fand die ersten zwei Berge waren ganz, ganz cool. Ich habe schon auch nach dem 12 Wochen runter dann meine Beine schon mehr gespürt, als ich das gewohnt war. Also das ist die eine Erkenntnis, die ich mitnehme. Wenn du keine Höhenmeter laufst, für mich habe ich bergab deutlich einen Unterschied gespürt, dass meine Beine viel schneller verfallen sind, als sie das jetzt beim UTMB getan haben, weil da kann ich mich erinnern, sind wir auf den zweiten großen Hügel, da den ich habe schon vergessen, mit der Höhe. In Col de Seine? Nein, der eine Form Col de Seine. Da hast du dann irgendwie schon 2000 Höhenmeter drauf gehabt, da habe ich das Gefühl gehabt. Nach Sascha W., also dort nach dieser kleinen Kirche rein, diesen ja, Hügel. Ja, okay. Das wird jetzt den wenigsten was sagen, deswegen nach der Kirche rein. Die denen es was sagt, die werden uns jetzt schimpfen, dass wir es nicht wissen. Ja. Aber es ist halt ein Berg in Frankreich. So ist es. Ja, da habe ich deutlich einen Unterschied gespürt. Bergab nach dem 12er waren das waren Kilometer 16, 15 oder sowas. Da habe ich schon mehr gespürt, als ich das durchaus gewohnt war, weil meine Beine einfach nicht gewohnt waren, da irgendwie 800 Höhenmeter runterzulaufen. Das habe ich deutlich gespürt. Ja, und dann auch 12 Wochen rauf ist wieder gegangen, kurz, also Schafberg rauf ist dann auch wieder gegangen, kurz in der Zeit bei so einem steilen Stück. Da war es dann schon relativ heiß. Da habe ich dann kurz einmal so 10 Minuten gehabt, wo ich ein bisschen gelitten habe, weil was irgendwie, habe vielleicht ein bisschen zu wenig getrunken und habe ich dann ein paar Gels nachgeschoben, mir die Kappe halt bei jedem Fluss dann so nass gemacht und drüber aufgesetzt. Das muss man vielleicht noch erwähnen, das haben wir vorher noch nicht, glaube ich, ausgewürdigt. Es hat an diesem Tag von früh bis spät einfach nur Hitze gegeben. Also es waren 30, 32 Grad, keine Ahnung. Es war brennheiß. Ich habe noch nie so viele Menschen auf der Seite liegen gesehen und kotzen oder fertig sein. Also es war eigentlich gar kein so ein Bestzeittag. Von der Temperatur her war das nämlich richtig brutal. Ja. Ja, und auch den Schafberg runter ist eigentlich gut gegangen. Ich muss aber generell sagen, dass ich bin ja normalerweise auch nicht der Hitzeläufer und ich kriege oftmals bei so heißen Läufen irgendwo so den Punkt, ab dem ich dann gefühlt endlos trinken könnte und nie wirklich, also immer einen Durst habe. Und das habe ich gefühlt an dem Tag nicht gehabt. Ich bin da echt verhältnismäßig gut, also wunderbar mit der Hitze zurechtkommen. Ich habe mir halt Salz reingeschmissen ohne Ende und ich habe bis zum Ende jede Stunde eine Flasche getrunken. Das habe ich echt bis zum Ende durchgezogen. Das hat Bombe funktioniert. Also da war ich echt ziemlich angetan von mir. Also das habe ich so noch nie kennengelernt von mir selbst. Eine Flasche pro Stunde? Eine Flasche pro Stunde. Oh, es erscheint mir wenig. 500 Milliliter waren das, also ein halber Liter pro Stunde. Ja, eben. Deswegen erscheint es mir ja wenig. Aber ja, wenn es funktioniert hat, super. Ja, und an die Labestation habe ich dann auch nochmal extra Schlucke gemacht. Also ich habe dann dieses Red Bull Cola, habe ich da sicher dann immer so ein, zwei noch
mir reingefetzt auf den Labestationen. Insgesamt waren es sicher mehr, aber ich sage so, was ich zwischen den Labestationen bin, immer die eine Stunde, also eine Flaske, eine Stunde. Genau, und wo ich dann richtig, also du laufst du im Schafberg rauf, machst da so ein Schleifen, Schafberg wieder runter nach St. Gilgen und dann hast du ja von dort, wo du drunter kommst, quasi wieder bis zur Labestation, hast noch so 3 Kilometer, die du laufen kannst. Die bin ich auch echt noch gut gelaufen, habe die quasi mir entgegengekommen sind und auf den Schafberg raufgelaufen sind, noch brav angefeuert. War in St. Gilgen, da habe ich dann in Basta getroffen, zu dessen Geschichte wir wahrscheinlich noch kommen werden, und bin dann rüber nach Fuschl. Und da bist du dann eben über so einen Berg drüber und dann bist du auf die Straße gekommen, die du eh auch schon quasi Richtung 12 Uhr gelaufen bist. Und dort hat es echt runtergeknallt. Also hat es von oben runtergeknallt, die Sonne, das falsch von unten hat Hitze abgestrahlt. Und das war echt brutal. Und da habe ich dann schon, in St. Gilgen habe ich dann den Trainer stehen lassen, weil auch am Schafberg runter habe ich kurz einmal... bin ich gelaufen, plötzlich habe ich ihn nicht mehr gesehen und habe gedacht, ich laufe halt runter, warte in St. Gilgen auf ihn. Dann ist er ewig nicht dahergekommen. Wie ich dann schon gehen wollte, ist er dann dahergekommen und hat gesagt, Flo, lauf. Und da bin ich halt vor. Und da war es aber dann echt zach rüber nach Fuschl. Und dann... Hast du dort schon den Steffen getroffen? Weil nein, das ist der Einzige. Der Steffen dauert ein bisschen. Der Steffen dauert ein, zwei Lager. Das war der Einzige, der von uns gesagt hat, er läuft auf Zeit. Und wo wir dann immer beobachtet haben und gesagt, jetzt muss es dann bald haben. Oh, jetzt ist er nicht mehr weit weg. Ja. Nein, und in Fuschl war dann die Dropback. Da habe ich dann ein bisschen gewartet und habe überlegt, okay, den Teil der Strecke kannte ich schon. Und da habe ich gewusst, dass wenn es jetzt so heiß ist, dass der nicht einfach sein wird, weil es da lange relativ exponiert laufst. Und habe ich kurz den Trainer angerufen, wie weit bist denn du hinter mir? Das waren dann irgendwie so, also ich bin sicher schon 10 Minuten gesessen, dann waren das nochmal so 5 bis 10 Minuten, aber wurscht. Die warte ich auch noch. Insgesamt war ich dann vielleicht eine halbe Stunde in der Labe. Das war fast ein bisschen zu lang, weil auch das Weglaufen dann ein bisschen nicht so einfach war. Da haben wir doch schon einen Marathon hinter uns gehabt. Achso, die Füße haben dann schon gesagt, du, ja. Eigentlich bin jetzt schon im Ruhemodus. Genau. Und das war auch das zarteste Stück davon. Der Fuschl nach Hof, glaube ich, war die nächste Labestation. Und da war relativ flach, da hast du relativ viel laufen können und wir sind es auch getrabt, aber halt, das war das zarteste. Und da war ich dann aber schon froh, dass ich ihn wieder gehabt habe. Da ist er dann teilweise vor mir und hat halt sein Tempo gemacht und ich bin ihm da irgendwie halt hinterher gewatschelt. Da war ich schon froh, dass wir uns gegenseitig gehabt haben, dem wir uns da irgendwie entlang gezogen haben. Und dann geht es da irgendwie so nach Hof, da kommst du irgendwie aus dem Wald raus und dann geht es da so ein bisschen nach Hof zu der Labestation runter. Das sind so, ist ein Kilometer ist das dann noch ungefähr. An dieser Stelle möge jeder irgendwie so eine leicht romantische Hintergrundmusik sich vorstellen, dass sie sehr froh waren, einander gehabt zu haben und sich aneinander bei 30 Grad festhalten konnten und ihre leicht verschwitzten Leiber Richtung Hof getragen wurden. Ja, aber dann eben nicht. Weil dann sind wir, dann haben wir gesagt, okay, einen Kilometer noch und er war ein bisschen hinter mir. Ich laufe halt vor, ich habe eh schon Durst, er kommt mir dann schon nach. Und bin ich in der Labestation gesessen. Und er ist nicht hergekommen. Ich habe fast 10 Minuten gewonnen auf den Kilometer, auf den 1 Kilometer, weil er sich dann irgendwo hinsetzen musste, weil ihm so schlecht war. Und bis er dann gekommen ist, dann ist der Steffen in die Labestation reinkommen und ist dann eben 5 Minuten, bevor ich dann gegangen bin, irgendwie los. Und irgendwann mal dachte, ich mache jetzt nicht nochmal so ewig wie ein Fuschl warten, weil dann kommen die Beine wieder in den Ruhemodus. Aber ich habe gesagt, du, ich laufe mal vor, vielleicht sehen wir uns eh noch irgendwie. Und bin in den Hof los und es war. Da habe ich dann schon gemerkt, was das für einen Unterschied gemacht hat, nicht wieder eine halbe Stunde gesessen zu haben. Meine Beine haben dann auf einmal einen zweiten Wind bekommen. Ich bin echt gut ins Laufen gekommen. Das war quasi meine beste Passage des ganzen Laufs, würde ich sagen. Also hab so einen Steffen reingeholt. Nockstein. Ja, das ist dann die nächste. Also bis nach Koppel ist dann die nächste Laufstation. Ja, Koppel ist noch dazwischen. Also ja, genau. Zwischen Hof und Koppel war echt meine beste Phase. Da habe ich echt gut gelaufen, habe dann den Steffen noch eingeholt, ungefähr bei der Hälfte zwischen Hof und Koppel. Und habe ihm sicher auch noch in diesen, also insgesamt waren es 10 Kilometer, glaube ich, und in dieser zweiten Hälfte, in diesen 5 Kilometer, habe ich ihn sicher auch noch mal so 5 Minuten oder sowas abgenommen. Also war ich echt gut drauf. Also hat echt Spaß gemacht. Und da habe ich gedacht, hey, im Flachen ist echt noch gar nicht. Ich habe gemerkt, bergab, aber im Flachen habe ich echt noch gute Meter gemacht. Da habe ich halt gemerkt, dass ich hauptsächlich auch noch im Flachen gelaufen bin. Also das Ganze in die Firma und so, das habe ich dann schon gemerkt, dass da die Beine ganz gut funktioniert haben. Und bin dann nach Koppel rein und haben mir gedacht, okay,
damit ich jetzt noch unter 14 Stunden ausgeht, habe ich jetzt noch 1,5 Stunden Zeit. Das wird knapp, weil ich noch gewusst habe, dass der Kapuzinerberg noch kommt und ich war mir nicht mehr sicher wie, aber ich wusste auch, dass dieser letzte Abstieg vom Nockberg runter noch zart ist. Und ich habe mich irgendwie an Stiegen erinnern können und das könnte knapp werden. Aber ich wollte es halt noch irgendwie probieren. Dem Steffen war zu dem Zeitpunkt schlecht. Ich meine, ob ich ihm irgendwie helfen kann? Nein, Baston hat mich quasi losgeschickt. Lauf einfach. Dir geht's gut. Lass mich in Ruhe. Er braucht nichts von mir. Bin ich los. Und dann geht's irgendwie noch bergauf und dann bergab habe ich dann relativ schnell gemerkt, dass meine Beine dann bergab echt nicht mehr wollten. Also da habe ich da mich dann darunter gequält, dann irgendwann auch kurz bevor ganz unten war, habe ich dann Steffen dann noch eingeholt. Aber da habe ich dann echt nicht mehr bergab können. Da war es dann sehr steinig, sehr technisch und auch noch die Stiegen, die bin ich halt die meisten dann einfach runtergegangen. Witzigerweise dann über den Kapuzinerberg drüber bergauf habe ich wieder ziemlich gutes Tempo gemacht und habe echt nochmal Gas geben können, aber bergab ja, war es nicht mehr so. Naja, wenn du nicht irgendwie das gerne machst oder gut kannst oder quasi deine Füße das noch hergeben, verlierst halt bergab ja. Super viel. Bei mir war es definitiv, also ich bin auch davor nicht schlecht bergab gelaufen für meine Verhältnisse, aber die Beine haben es einfach nicht mehr hergegeben, die Kraft war einfach nicht mehr da. Die waren einfach komplett drüber und haben die Anstrengung einfach nicht, waren es nicht gewohnt. Aber mein Ziel war noch immer, 14 Stunden habe ich dann relativ schnell gemerkt, wird sich nicht ganz ausgehen, aber zumindest nicht die Lampe einschalten, das muss ich noch ausgehen und das ist sich dann auch noch relativ sicher ausgegangen. Ich bin dann nach 14 Stunden 21 ins Ziel und war echt zufrieden mit mir. Also das klingt jetzt so Ding, aber für das Training, was ich betrieben habe und man kann es quasi auch mit ein bisschen weniger Aufwand. Ich muss aber auch sagen, ich hatte schon lange keinen so langen Muskelkater mehr. Also ich habe meine Muskelkater nicht mehr gespürt, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag. Okay. Das habe ich schon echt lange nicht mehr gehabt. Also dass ich am selben Tag noch verspüre, wenn ich aufstehe, so ja, aber meistens war es am nächsten Tag weg. Aber ich habe selbst Dienstag nicht mehr, bin noch gegangen wie ein 80-Jähriger. Also da merkst du einfach, dass da das spezifische Training dafür fehlt, dass das vor allem bergab einfach nicht dass er nicht gewohnt war. Aber summa summarum war ich sehr zufrieden. Ich war dann auch, ich habe dann den Trainer eben in Hof verlassen und er hat gebraucht 14 Stunden 52, 53, irgend sowas. Also ich habe eine halbe Stunde ungefähr. Eine halbe Stunde ungefähr. Halbe Stunde ungefähr habe ich ihn dann noch abgenommen. Dem ist dann auch nicht so gut gegangen, hatte dann mit Magenprobleme. Aber trotzdem ein solides Finish, würde ich sagen. Und wir sind auch relativ im Mittelfeld. Ich habe kurz mal auf die Ergebnisliste geschaut, habe es wieder vergessen. Ich glaube, wir waren auch so im soliden Mittelfeld. Also hört, das dynamische DNF-Duo hat es jeweils ins Ziel geschafft, ja. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Also ja, ja, ja. Man höre und staune. Jetzt musst du, was du das in der letzten Folge gesagt hast, wie hast du gesagt, der Cut of Charlie und der Distance Finish Vlog, das kannst du jetzt vielleicht zurücknehmen. Das Jahr ist ja noch jung. Bei mir kannst du es zumindest durch den anderen ersetzen. Genau, der Did Not Finish andere. Aber schauen wir mal. Ja, das wird noch. Und der Steffen war auch relativ flott. Der hat 2 Stunden länger natürlich gebraucht, weil er 2 Stunden früher unterwegs war. War aber in 16 Stunden und ein bisschen was im Ziel. Ja, er hat dann gemeint, er war 3, 4, 5 Minuten. Er war nicht weit vor mir dann. Also er hat mich eben kurz bevor man nach Salzburg reingelaufen ist, hat er mich dann bei den Stiegen, hat er mich überholt. Und im Ziel habe ich dann gesehen, aber er war noch nicht lang da. Er dürfte ja so 16 Stunden, 19, 18, so irgendwas dürfte er dann braucht haben. Oh, was ein sehr solides Finish ist. Ja, und eine Stunde schneller als das letzte Mal, als er gestartet ist, das war 2019. Ja, wobei, das ist wahrscheinlich die Stunde, die du schneller bist, wenn du so rumlaufst. Also wo die Strecke vielleicht einfach auch flotter ist. Ja, sicher, aber ich glaube auch einfach, dass er fitter, wahrscheinlich fitter war. Ja. Und er hat halt relativ viel trainiert auch und ist sich einiges zusammenkommen. Ja. Topfit ist auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr fein. Was kann ich von unserer Seite noch ergänzen? Wir sind in den 105er gelaufen. 5 Uhr früh weg. Eigentlich ganz cool. Alles sehr darauf abgestimmt,
Martin muss ins Ziel. Das war die Devise schlechthin. Und schon von Anfang an hat die Bergziege gesagt, schauen wir mal, wie weit ich komme. Es ist immer gut, an 100er anfangen mit, schauen wir mal, wie weit ich komme. Der Michele, ganz gut trainiert, hat das Ganze auch schon finished. Und der Martin auch guter Dinge. Und so sind wir halt losgezuppelt. Und sind es eigentlich wirklich bis zum 12er waren gut, gemütlich gelaufen. Hat alles wunderbar passt. Der Trainer, der Lustigus, hat ja mir auch noch spannende, lustige Dinge in den Trainingsplan geschrieben. Er hat nämlich eingeschrieben, gemütlich laufen, die zwei Berge bergauf an der Schwelle, oben warten, bergab Schlusslicht machen. Danke dafür. Super. Danke für nichts. Sehr gut. Ja, danke für nichts. Wir sind dann zum 12 Uhr hin und da bin ich dann tatsächlich an der Schwelle mal losgelaufen bis zu so einem Bankerl nach oben, also irgendwo mitten im Wald. Ist ganz gut gegangen, weil die anderen waren eh beieinander, haben mir gedacht, passt, da warte ich. Nach ein paar Minuten sind sie daherkommen und habe gesagt, okay, gehen wir es weiter an. Und dann hat der Basti schon gesagt, schwierig, er weiß nicht, ob er das ins Ziel bringt, er eigentlich will er aussteigen. Und da waren wir noch ein paar Kilometer, keine Ahnung, 30, glaube ich, ist man da ungefähr. Er hat gesagt, nix, das 12 Uhr machst du auf alle Fälle. Oben gibt es eine Hütte, du kriegst oben einen Radler, dann ist alles wieder gut. Und ich warte auf die oben mit dem Radler. Das hat ihm zumindest so weit im Kopf Motivation gegeben, dass er das 12 Uhr hinaufgetackelt ist. Martin ist es gut gegangen, Michele ist es gut gegangen, ich bin dann voraus an der Schwelle, eben nach oben und hab da, wir waren auf Platz, was nicht, 430 oder so, bin jetzt nach oben gelaufen und bin halt tatsächlich das ganze 12 Uhr bis auf, was nicht, 18 Schritte gelaufen. Weil man gedacht hat, das geht schon. Und ja, es ging schon. Ich habe halt nur auf dem Weg da nach oben, ich glaube, 90 Plätze gut gemacht. Was insofern ganz lustig war, weil ein paar dieser Leute habe ich beim ersten Mal bis zu diesem Bankerl vorher auch schon überholt gehabt. Das heißt, ich habe das zweite Mal überholt. Bin dann oben eingekehrt, habe mir einen Radler gegönnt, habe den anderen noch kalt stellen lassen, wenn sie kommen, und habe einmal gewartet und noch, was nicht, 20 Minuten, 25 Minuten sind die dahergekommen. Und habe dann den Radler hingestellt, da waren sie sehr, sehr glücklich und zufrieden. Und dann sind wir nach unten gelaufen, soweit alles, keine besonderen Vorkommnisse. Und dann rennen wir nach Richtung St. Gilgen und auf dem Weg dorthin, offenbar im Basti schon gereift, okay, das war's. Der ist bei Kilometer 47 hat er gesagt, Leute, nicht sein Tag, geht's ja nicht aus, spielt's nicht, lauft's ohne mir. Wir haben dann auch versucht, ein bisschen auf ihn einzureden und dann mitzuzahlen. Aber er wollte einfach nicht mehr. Und wir haben gesagt, na gut, am Rest geht's soweit, ganz gut, wir laufen weiter. Und der Martin hat halt sich tatsächlich diesen Begleitservice voll und ganz hingegeben, was sehr hilfreich war. Weil gerade im zweiten Anstieg dann Richtung Schafberg rauf, hätte ich ja wieder vorauslaufen sollen, quasi laut Trainingsplan. Und da hat er gesagt, ist wie beim Bleiben, also bleiben wir zusammen, ist quasi besser. Gesagt, ja, passt, ist egal, machen wir das. Und ab dem Zeitpunkt, da waren wir ein paar Kilometer 50 oder so, haben wir wirklich ganz akribisch drauf geschaut, alle Trink-Ess-Salzpläne einzuhalten, weil ganz am Anfang gemerkt, bei Kilometer 20 habe ich gesagt, hast eh das Flask schon fertig, wie wir nach Fuschl sind zum ersten Mal, und er hat gesagt, er hat noch. Und ich habe gesagt, du, bei den Temperaturen mindestens ein Flask zwischen die Labestationen, besser zwar trinken. Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann wirklich gearbeitet mit alle 2 Stunden Salz, alle 1 Minuten, hey, hast du was getrunken? Alle halben Stunde, du, es ist Gelzeit. Und das haben wir halt wirklich durchgezogen bis zum bitteren Ende. Und irgendwann Richtung Schafberg rauf hat der Martin gesagt, ja, seit irgendwann wird man wahrscheinlich schlecht. Und ich habe gesagt, du, wenn du am Kapuzinerberg speibst, ist mir das völlig wurscht. Aber wenn du 30 Kilometer vorher keine Energie mehr hast, dann haben wir wirklich ein Problem. Ja. Also rein mit dem Gel. Und da bergauf haben wir es dann echt schon gemerkt, dass die Leute auf der Seite gelegen sind.
Wir haben da dann jeden Bach genommen, den wir gefunden haben, haben dort das Buff und das Durch, was der Martin immer im Kopf gehabt hat und so, alles wirklich getränkt in Wasser, dass wir mal 20, 30 Minuten wieder kühlen Kopf gehabt haben. Das hat schon sehr, sehr geholfen. Schafberg oben sind, ich weiß nicht, wie viele Leute unter diesem Zelt gelegen, wie die fliegen. Wir haben noch einen Hubschrauber gehabt, ich weiß nicht, ob die auch zwei Leute mit runtergenommen haben oder ob sie doch mit der Schafbergbahn gefahren sind, das weiß ich nicht. Dort oben haben wir dann auch ein bisschen gewartet und ich habe noch im Basti immer Bericht erstattet und habe telefoniert. Funny Side Story an der Stelle, wir sind dann, also die zwei sind vorausgelaufen, weil ich mit dem Basti telefoniert habe und nach ein paar Minuten habe ich mein Zeug auch fertig gehabt, bin ihnen nachgelaufen, mit dem Basti telefonierend und habe versucht, sie wieder einzuholen und habe dann den einen oder anderen oder die andere beim Bergablaufen das dritte Mal überholt. Dieses Mal wieder am Telefon in der Hand. Ich habe es dann wieder gefunden, alles war wunderbar, wir sind runtergelaufen, rein nach St. Gilgen. Da war alles gut. Bei Michele war es dann schon ein bisschen magenschlecht, aber sonst da war alles gut. Sitzen dort nochmals fertig, kommt die Dame von gerade eben vorbei und schaut mich an und sagt, was tust du da immer noch? Sag ich, wieso? Sagt sie, du hast mich jetzt da dreimal überholt. Einmal mit einem Telefon in der Hand. Scherzend. Wieso bist du immer noch nicht viel weiter vorne? Und sagt, naja, weil wir gemeinsam weggelaufen sind, gemeinsam ins Ziel kommen wollen und wir wollen quasi das alle gut finishen. Sie hat mich angeschaut, so wirklich mit einem Blick, der gesagt hat, okay, der Typ ist echt nicht ganz dicht. Ist sie von dannen gezogen und kommt bald. Sie kennt dich nicht, aber sie kennt dich doch. Ja, sie hat mich in einer sehr kurzen Zeit gut kennengelernt. Vor allem gut einschätzen, das hat schon passt. Ja, naja, und dann sind wir von St. Gilgen wieder weg und du hast recht, also von dort nach Fuschl rüber, der Abschnitt war wirklich heiß. Also da waren auch alle Menschen am Straßenrand bedankt, die da gewohnt haben, die irgendwie Schaffel rausgestellt haben mit kaltem Wasser oder eine Zwischenlabe gemacht haben. Am geilsten habe ich, das war glaube ich ein bisschen später, jemanden gefunden, der vor seiner Einfahrt heraus eine Dusche hingestellt hat, mit dem Gartenschlauch angeschlossen. Das war nicht die offizielle Labe, aber es waren ganz viele Menschen dort, die gesagt haben, das war super, super geil, sie haben sich kalt abduschen können. Und dann sind wir nach Fuschl, Dropback-Station. Ich habe wirklich geschaut, dass wir, weil du gesagt hast, du hast in die Stationen relativ viel Zeit liegen lassen, weil du einfach gewartet hast und manchmal auch zu viel Zeit. Und ich habe geschaut, dass ich alle antreibe und gesagt habe, wir können lieber, besser wir trödeln am Track ein bisschen, als dass wir in der Labestation trödeln, weil dort gewinnen wir genau gar nichts. Und haben wir wirklich geschaut, dass wir relativ schnell durch sind. Wobei Magen von Michele nicht gut, der hat dann irgendwann auch bei Fuschl gesagt, nach dem Loslaufen, Leute, langsam, besser gehen. Und dann Rettungstempo. Nicht Rettungswagentempo, Rettungstempo. Und dann sind wir im Rettungstempo den Rest gelaufen. ist aber trotzdem gut gegangen. Also bis zum Nockstein, muss ich sagen. Berg? Nockberg. Ich glaube, das Ding heißt Nockstein. Aber egal. Ich nenne es jetzt einfach Nockstern. Nennt es hinten raus, wie ihr wollt. Ich nenne es vorne einfach nur Nock. Also bis zu diesem Nock ganz gut. Dann hat man halt schon gemerkt, ein bisschen die Müdigkeit drinnen. Und bei uns ist es dann dort drauf auch dunkler geworden. Deswegen haben alle irgendwie die Stirnlampen aufgesetzt. Ich wollte es vermeiden und bin bis ganz rauf ohne Stirnlampe noch getackelt. Was relativ gut gegangen ist, weil alle rund um mich irgendwie Flutlichtstrahler am Kopf gehabt haben, die irgendwie genauso gut im Stadion beim LASK oder so Verwendung finden hätten können. Also das war wirklich arg. Ich weiß nicht, wie viel Lumen das diese Kopflampen rund um mich gehabt haben. Ich glaube 5000. Und irgendwann ganz oben haben wir gesagt, okay, nutzt nichts, auch Stirnlampe drauf. Und sind dann dort runter, die Stiegen. Und das sind halt so Naturstufen darunter.
die sind unregelmäßig, nicht schön, rhythmusbrechend. Da würde ich echt gern wissen, wie das die schnellsten runterlaufen, einfach nur for science. Und das sind wir dann relativ langsam runtergegangen, weil wir zwar viele Leute beim Laufen überholt haben, aber im Dunkeln bergab, wenn du jemanden dabei hast mit Brille, das ist nicht das Beste, was du tun kannst. Und beim Gegenanstieg hat dann der Michele einer müssen kurzfristig seine Füße hochlagern und Notfallshaltung einnehmen für ein paar Minuten, damit er weiterlaufen kann. Aber die Zeit haben wir uns dann angenommen, weil es war egal. Wir haben die Sub 22, was sie ursprünglich gesagt haben, auf die Sub 20 haben sie das dann korrigiert. Wir haben gesagt, nix, wir kommen vor Mitternacht an, also Sub 19. Und da, zu dem Zeitpunkt haben wir gewusst, also wenn wir jetzt uns nicht super blöd anstellen, sind die Sub 19 drinnen. Mhm. Und dann hast du ja dann nur mehr einen Berg, also du hast nur mehr diesen Kapuzinerberg dazwischen. Und den sind wir dann eigentlich relativ zügig gegangen. Also wir haben die ganze Zeit Leute eingesammelt, muss ich sagen. Und die Stufen hinunter, die sind unangenehm, aber okay. Und dann waren wir nach 18 Stunden, 20 oder so, waren wir im Ziel. Das heißt, gemütlich vor dieser 19-Stunden-Marke. Und der letzte Kilometer sehr, sehr schnell. Ich möchte mich an der Stelle bei dem einen Asiaten ein bisschen entschuldigen, den wir kurz vom Ziel überholt haben, zu dritt. Es gibt dann Zielfotos und es gibt von uns mehrere Zielfotos und das, von ihm gibt es ein Foto, wo sein Kopf so halber drauf ist. Und bei allen anderen Fotos sind wir davor. Also er hat echt ein Pech. Er hätte müssen noch ein zweites Mal durchs Ziel laufen. Ja, er war ein bisschen arm. Aber Martin ganz großartig gefinisht. Michele, wie gesagt, gelitten mit seinem Magen, aber sonst auch gut durchgekommen. Ja, und ich kann dich auch nicht klagen. Ja, du hast doch am nächsten Tag gemeint, du spürst nichts. Also du für dich, du bist das wirklich nur auf der linken Rute gehüpft. Ja, das Einzige, was ich gespürt habe, war halt meine Fersen. Aber das ist weniger die Geschwindigkeit, sondern das ist tatsächlich die Belastungsdauer, gehe ich mal davon aus. Aber wir haben im Nachhinein analysiert und ich bin, glaube ich, an Durchschnittspuls von 125 oder so gelaufen. Ja. An der Stelle möchten wir aber auch noch den Daniel grüßen vom Laufen liebe Erdnussbutter Podcast, der sich in Fuschl dann letztendlich gemütlich gemacht hat mit einem halben Hitzschlag. Der auch wiederkommen muss, weil der hat noch eine Rechnung offen. Dann wollen wir ihn dann das nächste Mal auch willkommen heißen wieder. Ja, ja. Er hat sich gedacht, wahrscheinlich, da in Fuschl gibt es ein gutes Red Bull, das ist kühl, der ja, gemütlich, ja. Da bleibe ich gleich. Ja. Vielleicht hat er sich einfach ein paar Salzburger so Mozartkugeln oder Mannerschnitten zu reinpfiffen vorher. Vielleicht, obwohl sind die Mozartkugeln vegan. Vielleicht war das das Problem. Er hat nicht gelesen, hat gegessen und ist dann draufgekommen. Scheiße. Ich kann ihn weiterlaufen. Ja. Wir werden es erfahren. Er wird sicher berichten davon. Ja. Also kann man summa summarum sagen, ein erfolgreiches Wochenende. Ja. Wir haben einen ersten 100 Kilometer Finisher mit Martin. Das Experiment 75 Kilometer ist geglückt. Du bist auf der linken Hode gehüpft. Der Michele hat seinen Magen besiegt. Ein Erfolg jagt den anderen und wir werden in Zukunft von noch größeren Erfolgen dieser wunderbaren Truppe berichten. Oh ja, das werden wir tun. Bleiben Sie uns gewogen. In diesem Sinne hat es mich sehr gefreut. Danke dir, Peter. Tschüss. Tschüss.